Willkommen in der HDI Arena, liebe Fernsehzuschauer. Wetter ist exzellent und wir begrüßen Sie sehr, sehr herzlich zu dieser heutigen Begegnung. Wolf Fuß und Frank Buschmann bilden auch heute wieder das gewohnte Kommentatorengespann. Und es geht heute um das Rückspiel im Achtelfinale. Hannover 96 gegen Sporting. Im Hinspiel trennten sich die beiden torlos 0:0, aber heute müssen beide stärker in die Offensive gehen. Beide müssen heute zeigen, was sie drauf haben, müssen mehr aus der Reserve kommen und wir gucken, wer den besseren Auftakt erwischt. Das ist die Aufstellung, mit der Hannover in dieses Spiel geht. Bei Ihnen sehen wir das 4-4-2 als Formation heute, ne? Und das mit einer Raute im Mittelfeld. Links und rechts jeweils einer und dann zentral einer für die Defensive und einer für die Offensive. Schauen wir mal kurz auf die Aufstellung von Sporting Lissabon. 5-2-3 ist heute ihre Formation, also Fünferkette, ne? Ja, das wird nicht einfach, da durchzukommen. Aber sie spielen auch mit drei Stürmern. Also es ist keine Mauerei. Der portugiesische Fußball steht ja mittlerweile wieder stärker im Zentrum der Aufmerksamkeit. Und das liegt natürlich auch an Sporting. Ja, gefällt mir gut, wie der Club arbeitet. Man kann sicherlich den Sprung an die Spitze mal wieder schaffen. Aber was Europa angeht, da dürfte es schwierig werden. Beide Mannschaften sind bereit. Es geht los. Gut geklärt, aber Einwurf. Dominik Kaiser. Da verlieren sie den Ball. Ich glaube, der Ball ist ein Tick zu weit. Ballbesitz verloren. Super Pass. Gut in den Lauf gespielt. Oh, da machen sie nichts aus dieser Chance. Der Trainer ärgert sich, der Trainer ist sauer. Da muss mehr kommen. Pass auf den Flügel. Gute Aktion jetzt. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Jetzt kommt der Schuss. Schönes Zuspiel. Die Chance. Er hat den Ball. Ja, da hat er gar keine große Mühe. So einfach dürfen sie es ihm nicht machen. Da wäre Platz auf außen. Ja, das sieht gut aus. Jetzt schießt er. Er wirft sich in den Schuss, das war wichtig. Das haben wir schon häufiger gesehen heute. Er blockt die Schüsse ab und kann so seinem Keeper enorm helfen. Stefan Ristowski. Es gibt Einwurf nach diesem guten Zweikampf. Ball im Aus. Vieto. Keine Schwierigkeiten hier bei diesem harmlosen Versuch. Wir haben den Gewinner unserer Internetverlosung. Gewonnen hat Herr Holger Hartmann. Herr Holger Hartmann. Viel Spaß mit dem neuen Toaster. Luciano Vieto. Jetzt ist er durch. Halten aus kürzester Distanz. Aber wirklich schwer war diese Aufgabe halt am Ende doch nicht. Nee,
Danke-Ball für einen Torhüter. So kannst du den nicht überwinden. Ja, könnte was werden. Das macht er gut. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Also die Szene eben unfassbar, dass er den nicht macht. Das muss doch ein Tor sein. Ballinia. Stefan Ristowski. Kein guter Pass. Weg ist der Ball. Viel mit Auge. Der Ball ist drin. Nix ist es mit dem Treffer. Fahne ist oben. Bitter für den Spieler, aber richtige Entscheidung vom Assistenten. Da haben wir die Szene nochmal. Ist natürlich ärgerlich, dass der Treffer nicht zählt, aber spätestens jetzt zu sehen, richtige Entscheidung. Ballinia. Luciano Vietto. Sie drängen auf die Führung, nicht zu übersehen, aber sie bleiben geduldig. Das war dann doch deutlich drüber. Dominik Kaiser. Soleimani. Das könnte vielleicht was werden. Jetzt vielleicht. Richtig gut vom Torwart. Den hat er sicher. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Da gibt er Freistoß. Nachspielzeit ist angezeigt. Es gibt noch eine Minute obendrauf. Null zur Pause. Bisher kein Team mit entscheidenden Vorteilen in dieser Partie. Ziemlich ausgeglichen diese Partie bis hierhin, oder Buschi? Können wir genauso festhalten, Wolf. Sieht man ja auch an den Statistiken. Ballbesitz, Torschüsse, sie nehmen sich nicht viel. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Vietto. Es gibt Einwurf, der Ball ist im Aus. Marcel Franke. Soleimani. Viel Übersicht bei diesem Pass. Etwas später und er ist frei durch, aber so ist es abseits. Hat nicht viel gefehlt, aber wir haben es gesehen, zu früh gestartet. Viel Platz jetzt auf außen. Jetzt der Schuss. Eine echte Prüfung war das für ihn natürlich nicht. Nee, das war mühelos. Das war kein guter Abschluss. Ballinia. Ja, guter Pass. Er nimmt ihn direkt. Da haben sie es. Und jetzt sind sie in der Addition beider Spiele mit einem Tor vorne. Und selbst bei einem Gegentor wären sie noch weiter. Sie dürfen zuversichtlich sein. Die Wiederholung nochmal. So ist dieser Treffer entstanden. Erst der schöne Ball. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Und
Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Da wäre Platz auf außen. Duksch. Den Ball hat er. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Vieto. Jetzt der Vorstoß. Der Torwart passt da auf. Ganz locker macht er das hier. Soleimani. Ja, starker Pass. Gute Chance. Das Tor haben sie gemacht, aber bei den Auswärtstoren sind sie nach wie vor hinten. Das reicht hier also immer noch nicht. Da schauen wir uns das Tor noch mal an. Zunächst der wirklich gute Pass in die Tiefe. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Gleich wird hier ausgewechselt. Es geht weiter, der neue Spielstand nach beiden Partien 1:1. Ja, energischer Vorstoß. Luciano Vieto. Vorne jetzt die Balleroberung. Klasse, er bleibt dran und holt sich den Ball wieder. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Das macht er gut. Sie machen das Tor. Damit wären sie in der Addition beider Spiele weiter. Aber es bleibt eng. Es bleibt richtig eng. Bei einem Gegentor wären sie raus. Sie müssen wach bleiben. Wir schauen uns noch mal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Jetzt kommt hier der Wechsel. Bei einem Stand von 2:1 geht es hier nun weiter. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Jetzt können sie gleich den Ball einwerfen. Haraguchi. Dominik Kaiser. Da verlieren sie den Ball. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Und da ist der Ball wieder weg. Ja, der nächste tolle Pass. Sie wollten den Ball, sie haben den Ball. Super Tackling. Gute Balleroberung. Was machen Sie draus? Das war einfach für den Torwart. Schönes Anspiel. Vieto. Das sieht vielversprechend aus. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Da kommt die Anzeige zur Nachspielzeit. 3 Minuten gibt es obendrauf. Super Aktion, das ist die Balleroberung, unwiderstehlich. Guter Pass jetzt. Sie können sich befreien, tolle Aktion.
So, die Ecke kann jetzt entscheidend werden. Jetzt ein Tor und dann wären sie nach Auswärtstoren der Gesamtsieger des Duells. Jetzt wird er ausgewechselt und das war heute eine überzeugende Vorstellung. Ecke kommt. Da ist der Keeper ganz energisch. Der Ball ist erstmal weg. Jubel bei den Fans der Gastgeber. Das war's. Die nächste Runde ist erreicht. So ist das. Und wir sehen die Freude. Die wissen ganz genau, in der nächsten Runde müssen sie eine Schippe drauflegen. Denn nochmal geht das so nicht gut. Das war sehr, sehr eng. Ich glaube, er war heute einer der besten Spieler seiner Mannschaft. Wie siehst du das? Er dürfte zufrieden sein. Hat hier das Siegtor erzielt und insgesamt einen tollen Auftritt abgeliefert.